Hallo und herzlich willkommen zum Monatstarot mit mir, Thomas Janak. Ich lebe seit 20 Jahren schon im englischsprachigen Ausland und mache diese Videos eigentlich wöchentlich hier in England, was den Vorteil hat, dass man etwas genauer sein kann, da man ja die Zeit ein wenig teilen kann, denn jede Woche hat eigentlich seine eigene Energie. Und jeder Monat hat eine Gesamtenergie. Und also wie gesagt, seit 2017 mache ich schon diese Videos und werde immer wieder gefragt von meinen deutschen Freunden, warum ich das nicht mal auf Deutsch mache. Die Antwort ist recht einfach. Ich habe keine Zeit. Okay. Und dann dachte ich mir, da muss ich halt mal ein bisschen Zeit machen. Aber, und das ist praktisch hier so das Ding, das dann halt so passiert, der Kompromiss sozusagen. Ich mache das dann nicht wöchentlich, sondern einfach monatlich. Und wir sehen uns jetzt mal an, welche Gesamtenergie der Monat November hat. Wir sind im Jahr 2020. Und dann gibt es individuelle Guidance von meinen Guides. Ich arbeite mit Krafttieren und mit Native American. Wie ihr schon feststellen könnt, so manche Worte fallen mir einfach in Deutsch nicht ein. Also vergebt mir es bitte. Ich spreche eigentlich so gut wie nie Deutsch, es sei denn, ich habe mal irgendwie Besuch von jemandem und manchmal habe ich einfach keine Ahnung mehr, so die Worte zu finden. Okay? Außerdem bin ich ein alter Offenbacher und ab und zu spreche ich dann irgendwie so hessisch. Wie auch immer. Also, wir fangen jetzt einfach mal an und ich möchte euch bitten, das doch bitte mit euren deutschsprachigen Freunden, spirituellen Freunden zu teilen. Okay? Ich habe auch eine Facebook-Seite, wo wir das monatlich oder wo ich das monatlich dann poste und wo es dann auch Neuigkeiten gibt. Bitte einfach der Seite folgen oder eben hier auf YouTube einfach subscriben und dann machen wir das. Okay, so im November haben wir ja bis zum 3. November haben wir ja den Merkur, der in Retrograde ist, rückläufig ist. Und das bedeutet, dass bis zum 3. November an und für sich die Energie eher schwer ist. Sachen fallen einem verhältnismäßig schwer. Es ist schwieriger, sich auszudrücken. Kommunikation ist groß gestört. Das muss man natürlich auch beachten. Gerade Anfang des Monats, also wenn neue Sachen auf euch zukommen, macht keinen Sinn, so in der ersten Woche zu sagen, und jetzt mache ich mal klar Schiff. Okay? Funktioniert nicht. Ihr müsst es also wirklich auch so ein bisschen nach Gefühl machen. Darum geht es ja, seinen Gefühlen zu vertrauen. Und die Guides sind ja einfach nur da, um für die speziellen Sternzeichen einfach ein bisschen Rat zu geben, um euch zu helfen, den Monat eben energetisch gesehen besser zu gestalten und auch so ein bisschen vielleicht gewarnt werden, was auf euch zukommt oder auf was ihr achten müsst mit eurer Energie. Okay? Alles gar nicht so schwer, wenn ihr es einfach nimmt. Oder alles gar nicht so einfach, wenn ihr es doppelt nimmt, das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie die Overall-Energie oder die Gesamtenergie des Monats November ist. Okay? So, schauen wir mal. Und eine Karte ist runtergefallen. Wenn eine Karte runterfällt, möchte das eigentlich dann, bedeutet das praktisch, dass diese Karte gelesen werden möchte. Und manchmal kriege ich dann etwas mehr Informationen. So wie jetzt. Okay. Okay. Normalerweise begrenzen die Guides das so auf ungefähr 2 Krafttiere oder 2 Karten, um Rat zu geben. Wir haben insgesamt 4. Was eigentlich nur bedeutet, dass im November jede Menge passiert. Und das, und ich denke, es hat auch damit was zu tun, dass ich das jetzt hier zum ersten Mal mache. Und dementsprechend wollen die Guides, dass ich da auch nicht so oberflächlich hier die Sachen mache, was ja eigentlich auch gar nicht meine Art ist. Ja? Okay, hier ist, was die Guides euch sagen. Die Karte, die rausgefallen ist, ist von einem anderen Deck als von dem Deck, das ich normalerweise benutze für die Gesamtenergie. Okay, was das bedeutet, ich habe meine Readings immer ohne Karten gemacht.
für Jahre, über Jahre. Und um mehr zu sehen, muss ich die Leute immer so ein bisschen angucken. Und die meisten Leute haben dann gesagt, hör auf mich anzustarren. Und irgendwann habe ich die Guides gefragt, gib mir doch einfach mal so Karten. Und so über die letzten 2 Jahrzehnte habe ich dann gerade mal 4 Decks bekommen, 4 Kartendecks. Und jedes Deck hat seine eigenen Guides. Und das ist interessant, weil wir haben dann, ich habe eigentlich Guides, die einfach reden, also hinzufügen und dann dementsprechend, was die Karte bedeutet oder was die Guides, die in diesem spezifischen Deck sind, eben zu sagen haben. Die erste Karte, die rausgefallen ist, bedeutete, wir haben hier den Hunter of Conflict. Es klingt jetzt ein bisschen seltsam, weil es ja eigentlich bedeutet, den Jäger des Konfliktes. Das ist alles Symbologie. Guides sind älter als Worte und die kommunizieren, beziehungsweise mit mir zumindest, in Bildern. Und was das bedeutet, wenn du deinen Konflikt aufsuchen musst oder solltest, als erste Mitteilung, das bedeutet eigentlich, dass das der Monat ist, in dem du mit Sachen abschließt, die einfach nicht mehr funktionieren, die dir im Weg stehen, die dich zurückhalten. Das bedeutet das. Also niemand fragt euch hier eine Kalaschnikow zu kriegen, um durch Frankfurt zu laufen oder sonst irgendwas Aggressives zu machen, sondern einfach geht es nur darum zu sagen, okay, ich bin durch Schmerz gegangen, ich habe Trauma in mir und das ist der Monat, wo es wichtig ist, dass ich mir das mal genauer angucke und dann gehen lasse, was ich emotional gesehen gehen lassen kann. Okay? So, das ist das Erste. Dann haben wir hier einfach nur mehrere Mitteilungen. Das Erste ist, dass wir positiv sein müssen. Es ist ja die überall, also die Gesamtenergie. Je leichtherziger ihr seid, je mehr Spaß ihr eigentlich am Leben habt, desto höher ist eure Energie. Und das ist wichtig, weil ihr eure eigene Energie natürlich auch selbst macht. Ich bin ja noch nicht mehr in Deutschland, aber hier und auch in anderen Ländern, wo ich Leute kenne, ist natürlich diese ganze Covid-19, der ganze Corona-Scheiß da. Und natürlich haben Leute Angst, denn sie verlieren ihre Arbeit. Keiner weiß, wie viele Leute ich mich treffen kann. Keiner weiß, wie es weitergeht. Manche Leute arbeiten von zu Hause, verlieren also auch den Kontakt zu Mitarbeitern und zu Freunden. Das hat natürlich alles einen Eingriff auf die Energie, die man so mit sich trägt. Und deswegen für den November ist praktisch die Mitteilung für euch alle, egal welches Sternzeichen ihr seid, so positiv wie möglich zu sein. Denn wir haben das immer so gemacht. Also normalerweise geben die mir 2 bis 3 Karten, wenn sie mir 3 geben. Und es sind zwar 4 Karten, aber 3 vom gleichen Deck. Das heißt, die Karte, die in der Mitte liegt, das ist die Karte, die ich mir genauer angucke. Und die Karte, die von diesen 3 Karten in der Mitte liegt, ist Besorgnis. Don't worry, be happy. Okay? Und was das praktisch bedeutet, ist, dass das ein energetisch gesehen niedriger Monat ist, der November, in dem viele Sorgen, die euch so belasten, einfach auch durchkommen. Deswegen macht es ja auch so viel Sinn zu sagen, und ich halte da energetisch gesehen entgegen und viele Sachen, die ich nicht ändern kann, kann ich ja auch dann versuchen, ein bisschen leichtherziger zu sehen. Und dann haben wir als ausgehende Karte oder als ausgehende Mitteilung für die Gesamtenergie des Monats November Relaxation. Und alles, was die Guides praktisch zu sagen haben für den Monat November 2020, ist das. Was auch immer passiert diesen Monat, die Idee ist, sich mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen und zu erlauben, den gehen zu lassen, was natürlich nicht einfach ist. Deswegen haben wir dann auch nochmal die speziellen Sternzeichen, wo man dann meistens ein bisschen genauer hingucken kann. Und deswegen sagen die halt, je mehr Sorgen ihr euch macht, desto weniger regelt ihr, auch klar. Und je mehr ihr euch, klingt jetzt sehr falsch, ruhig verhaltet, je mehr eigentlich relaxed seid, desto besser kann diese Aufgabe, die man hat im November, sich seinen Schmerz anzugucken und zu behandeln,
annehmen und aufnehmen, okay? Und eben ansehen, ohne dass mir dann gleich ausrastet, okay? So, das war das. Das Erste, was mir auffällt, ist Deutsch. Deutsche Sprache, weißt du? Deutsch ist eine sehr lange, lange Sprache. Normalerweise brauche ich 4-5 Minuten für die ganze Chose mit dem Erklären und der Gesamtenergie. Und wir sind hier schon bei 10 Minuten, nur weil es Deutsch ist. Okay, so. Wie auch immer, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen jetzt mal an mit dem Sternzeichen, in dem wir uns gerade befinden. Das ist das Sternzeichen der Skorpion. Hier ist Rat für Skorpion für den Monat November 2020. Okay. Im November für euch Skorpione, energetisch gesehen, wird ein Großteil des Monats sich für euch darin oder für euch darin bestehen, dass ihr euch eingeschränkt fühlt. Ihr fühlt, irgendwie funktionieren die Sachen nur halb. Das ist das, das generelle Gefühl, das für den Skorpion in diesem Monat herrscht. Und alles, was die Geister zu sagen haben, ist, dass ihr euch darüber im Klaren sein müsst oder solltet jetzt schon, dass ihr alle alte Seelen seid und ihr habt bisher 100% eurer schlechtesten Tage überstanden. Und was die Guides euch sagen ist, ja, okay, ihr fühlt euch zwar ein bisschen eingeengt und irgendwie kommen die Sachen nicht richtig in Schwung im November, was ja auch damit zusammenhängt, wie gesagt, Mitte des Monats haben wir nochmal einen neuen Mond und Mars ist auch nochmal rückläufig und in Retrograde, der kommt erst am 14. kommen wir da wieder raus und auch das bis zur Mitte des Monats ist die Energie einfach langsamer, auch schwieriger, hohe Energie zu gestalten. Also all das hat natürlich auch einen Eingriff für alles, was so passiert. So, für Skorpione, es geht einfach nur darum, wenn ihr merkt, ich fühle mich jetzt hier eingeschränkt, denkt dran, dass die Gesamtenergie euch gesagt hat, so positiv wie möglich zu sein. Und ihr seid alte Seelen, habt Vertrauen und wisst, dass ihr durch alles bisher durchgekommen seid. Und auch das wird sich im November nicht ändern. Es ist eigentlich alles gut. Es geht einfach darum, weiterzumachen und sich von nichts beeinflussen zu lassen. Wenn das, okay? So, das ist das. Dann machen wir jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt vom Skorpion zum Schützen. Mal schauen, was wir für den Schützen haben. Schütze. Was ich auch nochmal sagen wollte, bevor wir hier so in die... Ist halt auch, weil es halt der erste Monat ist und ich es zum ersten Mal mache in Deutsch, habe ich halt auch recht viel zu erklären. Und was ich gerne sagen würde, was man feststellt... Ich schreibe ja immer die Sternzeichen hier unten hin, damit ihr so ein bisschen skippen könnt, falls ihr nicht das ganze Video gucken könnt. Bitte nicht die Gesamtenergie überspringen, ansonsten habt ihr nur die halbe Information. Und was wir auch oft haben, sind übergreifende Energien. Das heißt, was auch immer gerade passiert ist im vorhergegangenen Sternzeichen, reflektiert sich ganz oft auch im nächsten Sternzeichen. Und bei den Schützen ist es genauso. Der November... Ihr habt den Truthahn und ich habe keine Ahnung, wie dieser Marder hier auf Deutsch heißt. Ferret, keine Ahnung. Sind halt Krafttiere. Und was das bedeutet ist, dass November ein Monat ist. Ich sagte es bereits anfänglich, dass die Energie oder die Kommunikation durch die gesagte Energie langsamer ist. Man verständigt sich schlechter und der Truthahn ist genau das Tier, das praktisch für diese Tatsache steht. Es spielt also keine Rolle, wie intelligent du bist als Schütze oder wie doof. So, es spielt keine Rolle, wie intelligent du bist. Es spielt keine Rolle, wie gut du dich ausdrücken kannst normalerweise. Im November ist es so, dass vieles, was du normalerweise ohne Probleme an den Mann bringen kannst und erklären kannst, wird missverstanden. Und der Marder ist auch nochmal ein Tier, das recht intelligent ist, aber bei diesem Marder erinnert man sich eigentlich nur an den Geruch. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Schützen stinken, das ist alles nur Symbol. Das heißt, auch wenn du normalerweise oder auch wenn du auch im November eigentlich alles richtig machst, die Leute erinnern sich im Großteil an die Sachen, die nicht funktioniert haben.
und an die Kommunikation, die so ein bisschen hapert. Und alles, was ihr wissen müsst im November, ist zu sagen, okay, wenn ich es vermeiden kann, in irgendwelche großen Meetings zu gehen, dann mache ich das. Wenn ich es vermeiden kann, irgendwie 10.000 Mal zu erklären, was hier eigentlich passiert, dann mache ich das. Okay? Also einfach Zurückhaltung üben und auch wissen, dass Energie jeden beeinflusst, egal ob er jetzt daran glaubt oder nicht. Und für euch Schützen ist es einfach ganz wichtig zu wissen, diesen Monat ist die Energie leider dahingehend schwierig, dass eben normale Kommunikation schwieriger ist. Und alles, was euch gesagt wird, ist locker machen, ja, und halt so wenig an großen Gesprächen teilnehmen, wie ihr müsst. Okay? So, das war Schütze. Und jetzt gehen wir in den Steinbock. Steinbock, Steinböcke, ihr habt es um einiges einfacher als eure vorherkommenden Sternzeichen. Denn ihr müsst nur darauf achten, welche neuen Ideen euch in den Sinn kommen. Wenn du jemand bist, der hier sagt, okay, ich wollte eigentlich das schon das ganze Jahr machen, dann sagen praktisch die Geister, dann mach das doch auch. Guck dir deine Ideen an und hab Vertrauen, dass durch deine Ideen, die du hast, neue Ideen, neue Anfänge entstehen und auch alles besser werden kann, weil deine Energie natürlich höher ist, wenn du etwas machst, was dir gefällt. Okay? Und was die Guides praktisch sagen ist, wir haben den Chairman of Birth und das bedeutet praktisch, dass du Leben bringst zu einer Sache, die im Moment noch nicht so richtig am Leben ist. Bezieht sich natürlich hier auf Ideen und Neuanfänge und ihr müsst einfach sagen, okay, und jetzt ziehe ich die Sache voll durch und dann haben wir hier noch den Chairman of Song, was eigentlich nur bedeutet, wenn ihr oder wenn du die Sache ernst nimmst und wirklich sagst, okay, ich glaube da jetzt dran, warum soll es schief gehen? Ist auch nur so eine Sache, immer positiv sein, weil wenn du von vornherein sagst, es geht bestimmt schief, dann ist genau das, was du manifestierst. Okay? So, für Steinböcke. Ihr habt den Chairman of Song. Das heißt, wenn ihr eure Energien dahin verwendet, zu gucken, welche Ideen habe ich eigentlich? Und das kann sich natürlich auch auf Arbeit beziehen oder auf Zuhause oder auch auf Beziehungen. Die Guides sind da nicht wirklich klar. Aber der Punkt ist, dass wenn ihr sagt, okay, da gucke ich jetzt hin, weil das ist das, was mir Freude machen würde, dann habt ihr den Schamanen des Liedes, was eigentlich nur bedeutet, dass ihr dann auch in höhere Energie kommt, weil natürlich das Lied Energie, weil Vibration bedeutet und die Mitteilung einfach ist, wenn ihr euer Ding macht, dann werden alle Sachen einfacher, weil ihr einfach an einem anderen Ort seid, energetisch gesehen und hohe Energie ist ansteckend. Okay? So, das war Steinbock. Jetzt gehen wir in den Wassermann. Wassermänner und Wasserfrauen, hier ist die Mitteilung für euch für den November 2020. Ihr habt die Seemöwe und den Hund und was das bedeutet ist, dass ihr, wie gesagt, es sind übergreifende Energien und für euch ist es diesen Monat wichtig, genau zu durchdenken, was ihr eigentlich erreichen möchtet und dann dementsprechend das manifestieren. Und der Hund bedeutet eigentlich nur, dass ihr als Rudeltier, ihr braucht ein Umfeld, das sicher ist. Also ihr müsst euch von Leuten entfernen, die von vornherein denken, das schaffst du eh nicht, ja, das geht sowieso schief. Leute, die negativ sind, in meiner Erfahrung, sind meistens negativ, weil ihr Leben selber nicht so toll ist. Und viele Leute auch, wenn die Ratschläge geben, die geben Ratschläge von ihrer Sicht. Und viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wer du wirklich bist. Die kennen dich nur so, wie du dich kennen lässt. Und der Plan ist einfach zu, das Ziel ist einfach zu sagen, ich will genau
nachdenken, was ich eigentlich erreichen möchte. Und ich habe keine Zeit für negative Leute in meinem Leben. Was auch bedeutet, dadurch, dass es ja hier um das Rudel ging, dass ihr den Leuten oder du den Leuten, mit denen du wirklich lebst, auch sagst, dass du von denen erwartest, dass sie auf deiner Seite sind. Weil das kannst du erwarten. Ganz, ganz wichtig. Okay? So, das waren jetzt der Wassermann, die Wassermänner. Und jetzt mein Sternzeichen, Fisch. So, mal gucken, was wir haben hier für uns Fische. Mal gucken. Ich fühle mich zu einem anderen Deck hingezogen gerade. Okay, das ist gar nicht so schlecht hier. Wir haben die Schlange und der nennt man der Divine Rogue. Und ein Rogue ist jemand, der so immer so ein bisschen Ärger macht, aber alles so mit witzig ist in dem Sinne. Das heißt, der sagt die Wahrheit, ohne dass es jemanden gleich so angreift, weil er einfach so ein bisschen witziger ist. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Was das bedeutet ist für uns Fische oder für das Sternzeichen Fisch. Dieser Monat ist gesundheitlich recht einfach. Die Schlange ist praktisch ein Tier der Gesundheit. Und was es bedeutet ist, dass eure Guides schon da sind, um euch auch zu helfen, die Sachen, die schwierig sind, durchzustehen. Das heißt, es euch wird auch geholfen bei allen körperlichen Problemen, damit ihr mehr Energie habt. Also generell seid ihr recht gut bewacht und auch geschützt. Und das soll euch natürlich auch Kraft geben, oder uns Fischen Kraft geben, durchzuziehen, was scheint ja hier so ein Thema zu sein, also durchzuziehen, was eigentlich schon seit langem so auf Eis gelegen hat. Und dann haben wir diesen Rogue. Das heißt, wenn du neue Ideen haben solltest und du willst das gut verkaufen, dann mach deine Ansage nicht so ernst. Erklär es nicht, als wenn es irgendwie wissenschaftlich ist, auch wenn es wissenschaftlich sein sollte. Mach das einfach alles ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr mit Spaß, ein bisschen mehr so, ja, ohne jetzt in die Blödheit zu gehen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie langweilig das ist, wenn jemand mit einem Schriftstück zu euch kommt. Also ich habe mir da gedacht, ich will das eigentlich machen. Irgendwann hören die Leute auf zu hören, anstatt jemand zu sagen, hey, ich habe da eine klasse Idee, guck dir das mal an. Und dann habe ich mir gedacht, so machen wir das. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass ihr die zulabern müsst. Das bedeutet einfach nur, dass eure Energie und wie ihr die Sache mit Enthusiasmus darstellt, das ist das, was die Leute, woran sich die Leute erinnern, was die Leute auch mögen. Okay, also hier für Fische ist es ganz wichtig, seine oder eure Energie auch hochzuhalten. Aber es ist am allerwichtigsten für euch zu wissen, dass ihr unterstützt seid, vor allen Dingen bei allem, was euch so körperlich schwer fällt. Also zum Beispiel Depressionen, wenn man sich über alles Sorgen macht. Also diese ganzen Geschichten, die einen selber so runterziehen, da sind die Guides jetzt dran, euch zu helfen, zumindest für den November zu sagen, okay, lass uns mal gucken, ob wir das ein bisschen zurückziehen können, damit ihr mehr erreicht und die Energie höher sein kann. Okay? So, das war das. Das waren die Fische. Und ich auch schauen, dann sind wir jetzt schon wieder beim Widder. So, dann sind wir jetzt beim Widder und dann schauen wir mal, was für den Widder im November 2020 als Ratschlag gegeben werden kann. Recht interessant für Widder. Eure Aufgabe im November, denkt an die Gesamtenergie. Die Gesamtenergie hat uns gesagt, dass wir darauf hingewiesen werden, uns unsere Traumas, wie auch immer es heißt, näher anzugucken und uns zu erlauben, sich denen zu stellen, weißt du? Und für Widder ist es einfach so, dass ihr habt den Spirit of Nurture. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur nach euch selbst gucken diesen Monat. Alles, was euch gut tut, und auch gesund ist. Ich kriege hier gerade dieses Bild, wenn einer sagt, ja, tut mir echt gut, wenn ich immer so ein Sixpack runterreiße. Das ist nicht das, was die Guides hier meinen. Also die fragen euch nicht, sagen euch nicht, okay, wenn du jetzt gerne irgendwie 300 Zigaretten rauchen würdest im Monat, viel Spaß, hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht einfach darum zu sagen, was mir, meiner Seele oder eurer Seele gut tut,
das mache ich jetzt. Ich kümmere mich, und das klingt jetzt wieder ein bisschen egotistisch, nur um mich. Was beim Widder auch interessant ist noch, das ist eigentlich, das geht so durch die Sternzeichen. Wir sind alle nicht so gut, wenn wir ganz alleine sind. Und die Leute, mit denen du lebst und die Leute, die du liebst, die wirst du nicht vernachlässigen. Aber es ist manchmal sehr wichtig, weil natürlich Leute, die man gut kennt, auch viel von einem verlangen können, sich mal ein bisschen Freiraum zu schaffen. Und das ist das, was die Geister zu euch sagen. Schafft euch ein bisschen Freiraum, kümmert euch so weit möglich nur um euch selbst. Und dann habt ihr den Dance of Inspiration. Das heißt, wenn ihr euch nur um euch kümmert und sagt, okay, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, es ist mir einfach alles zu viel, ich brauche mal eine Pause. In dieser Pause, in diesen Pausen, kommen neue Ideen zu euch, die ihr dann formulieren könnt. Also es ist so, vom Gefühl her ist es einfach immer so, dass es vielleicht so ein Zeitding halt auch ist, dass da einfach viele, ihr seid immer viel zu busy und dementsprechend habt ihr einfach auch keine Zeit, euch dann gut zu erholen. Und das ist das, was die Guides euch sagen. Stellt euch, sagt den Leuten, die euer Leben begrenzen, auch wenn es nette Leute sind, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Ja? Und dann kommen neue Ideen zu euch, die euch auch einen neuen Anfang erlauben werden. Okay? So, das war das. Ihr merkt schon, ich habe immer noch Schwierigkeiten, so ein bisschen mit dem Deutsch das alles so zu erklären. Das kann ja nur besser werden in den nächsten Monaten. Wie gesagt, das ist das erste Mal. Wir gucken uns jetzt den November 2020 an. Ich möchte euch bitten, alle eure spirituellen Freunde, die ihr kennt, das Video bitte weiterzuleiten. Denn es ist ja kostenlos. Ich nehme ja die Zeit, das aufzunehmen und zu schneiden und euch zu teilen. Dann seid bitte so nett, das auch mit jedem zu teilen, damit man da einfach auch mehr Leuten Ratschlag geben kann. Denn dafür sind die Geister ja da. Das Wort Medium bedeutet ja eigentlich nur, dass ich derjenige, der Mann in der Mitte bin. Ich arbeite praktisch für die und alles, was die mir sagen und geben, sage ich euch. Und alles, was ich hier so, was wichtig ist, ist halt, dass das natürlich dann auch an viele Leute weitergeht. So, jetzt gehen wir zu Stier. Schauen wir mal, was wir haben für Stiere. So. So. Ihr habt den Schwarzbären und die Eule. Jedes Krafttier ist ein Lehrer. Die Idee ist, dass man sich Tiere anguckt und sagt, okay, was machen die eigentlich in ihrem Leben? Dass wir uns eigentlich mal anschauen können und dann was damit anzustellen. Weißt du? Okay. Und der Bär als Plural, der Braunbär, Polarbär, wie sie da heißen. Und ihr habt den Schwarzbären und die Mitteilung Nummer 1 für Stiere im November 2020 ist euch klar zu sein, dass viele Stiere relativ gut sind, leider, mit Schmerz zu leben. Sachen, die euch passiert sind, werden oftmals intern gespeichert. Dementsprechend habt ihr Probleme, wirklich zu vertrauen, und wenn dann irgendwas schief geht, sagt er, habe ich genau gewusst. Ja? Und was halt wichtig ist diesen Monat, einfach die Heilung, die sein muss, die Heilung, die zu euch kommt, geschehen zu lassen. Also auch das ist ein Monat, in dem ihr die Leute, den Leuten, mit denen du zusammenwohnst und mit denen du lebst, zu sagen, hier, das ist mir alles zu viel, ich brauche jetzt mal ein bisschen Auszeit, und die sollte euch dann auch gestattet werden. Okay, so das ist so die Hauptmitteilung, denn ihr habt auch die Eule, und die Eule kann die Maus im Busch hören und dementsprechend kann sie sich die Maus holen, ohne dass sie sich im Busch verfängt. Alles ein bisschen großartig hier. Was das bedeutet ist, wenn du einfach auf dich achtest und auch sagst, okay, ich habe hier Schmerz, der emotional immer noch mit mir oder bei mir ist, und das Gefühl, das ich habe, ist, dass die Geist hier nicht von neuem Schmerz sprechen, das ist alles altes Trauma, viel Kindheitstrauma auch. Und auch so das Gefühl, wenn Leute dir sagen, du kannst das eigentlich nicht, dass man das immer wieder glaubt, oder halt auch dann, wenn es irgendwie, wenn irgendwas schief geht, sagt, ja, ich wusste schon seit 30 Jahren, aber mir schon gesagt, ich kann das nicht. Also auch so dieses Selbstwertgefühl ist bei Stieren angegriffen.
Und all das kommt zum Vorteil, zum Vorschein, Vorteil, zum Vorschein im November. Und dementsprechend müsst ihr einfach sagen, okay, wenn das jetzt alles ein bisschen schwierig wird und alles ein bisschen heavy wird, dann brauche ich Zeit für mich, um da einfach auch durchzugehen. Und das ist wichtig. Okay? Das war dann auch schon die Nachricht für Stiere. Jetzt gehen wir zu den Zwillingen. Okay, wir haben gerade über Bären gesprochen und ihr habt ja den Eisbären und den Braunbären und den Schwarzbären und den Schwarzbär. Und der Eisbär, ich möchte ein Eisbär sein, der Eisbär ist von allen Bären natürlich der, der am meisten darauf achten muss, dass sein Lebensraum nicht kleiner wird. Er ist von allen Bären der anfälligste. Und das ist euer erstes Krafttier. Das, denkt dran, Gesamtenergie ist Heilung. Und ihr müsst euch klar sein oder hingucken und sagen, okay, ich bin an und für sich schon angegriffen durch die Sachen, die hier gerade stattfinden. Ich bin eigentlich schon jemand, dem es gar nicht so gut geht. Und dementsprechend, dadurch, dass es halt darum geht, auch zu sagen, okay, ist mein Lebensraum an und für sich sicher, ist es wichtig, diesen Monat, November 2020, hinzugucken, ob die Leute, mit denen ihr zusammen seid, wirklich auf eurer Seite sind oder ob die was tun können, damit es euch besser geht. Das Gefühl, das ich hier kriege für Zwillinge, ist, dass es einfach ist, wenn die Leute euch kennen, euch dazu zu führen, Dinge für sie zu tun. Und es ist meistens auch gar keine schlechte, nicht schlecht gemeint, aber wenn du jemand bist, der in der Familieneinheit wohnt, falls es überhaupt ein Wort ist, und du bist immer derjenige oder diejenige, die halt den Einkauf macht oder das Essen macht, dann gewöhnen sich die Leute daran. Und es ist wichtig auch mal zu sagen, weißt du, ich habe jetzt einfach keinen Bock, mach du das mal. Okay? Und darum geht es einfach mal so ein bisschen zu sagen hier, ich bin dir ja gar nicht angestellt, was denken ihr eigentlich, wer ihr seid? Okay? Also auch mal so ein bisschen lauter zu sein, ohne großartig aggressiv zu sein, aber ihr müsst euch Freiraum schaffen. Okay? Und das Gute ist halt, ihr habt den Hummingbird, keine Ahnung, wie das Tier in Deutsch heißt, ich werde mir das alles mal googeln hier, damit ich die deutschen Worte nächsten Monat dann habe. Aber der Hummingbird, ihr wisst bestimmt, wie der heißt, wenn ihr das Bild hier seht. Ja? Der auf jeden Fall ist praktisch das Tier, das egal wie schief der Baum ist, und der schiefe Baum ist euer Leben, ist dein Leben, egal wie schwierig und wie abgenutzt dieser Baum schon ist, der Hummingbird, der kann aber da, genau genommen bedeutet das, dass auch wenn ihr das Gefühl habt, mir geht's gar nicht so gut, das Ende ist noch lange nicht erreicht. Und die Mitteilung ist zu sagen, dadurch, dass das Ende nicht erreicht ist, und obwohl ich angeschlagen bin, kann ich trotzdem noch neue Sachen machen und mich so ein bisschen mal auf mich selbst beziehen. Das ist die Mitteilung für Zwillinge. Und jetzt kommen wir zum Sternzeichen Krebs. Und dann schauen wir mal, was es für Krebs alles gibt. Die Energie für Krebse, ist relativ hoch. Das heißt, dass ihr weniger angeschlagen seid bei der Gesamtenergie des Monats, denn ihr habt den Adler und das Possum. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch Possum heißt oder ob es nur Possum heißt. Possum. Und was das bedeutet ist, dass neue Sachen, neue Ideen, neue Möglichkeiten werden euch gezeigt. Ihr seht schon voraus, was gemacht werden muss, um das Leben zu verbessern. Und wenn ihr vom Bauchgefühl her sagt, das müsste ich jetzt eigentlich machen oder hier muss ich eingreifen, dann sagen euch die Guides, ja, vertraue deinem Bauchgefühl und dann greif auch ein und mach das. Und als zweites habt ihr das Possum oder Opossum. Und das ist einer von den Nagetieren, das keine Höhenangst hat. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber für Leute, die das studiert haben oder da einfach mal googeln wollen,
viele Nager haben Höhenangst und man hat das ja ganz oft, dass die Hamster relativ früh sterben, dadurch halt, dass kleine Tiere immer einen relativ schnellen Herzschlag haben. Und dann gibt man natürlich so einen Hamster meistens auch Kindern und die sind selber klein, dann stellt man die sich auf den Schrank. Und je höher der Hamster ist, desto mehr ist es schwieriger ist es für ihn, sich zu beruhigen, genau genommen. Also das alles ist nur, geht halt auch dahin, dass man dass die Tiere beobachtet wurden und man halt gesagt, okay, das ist das, was in ihrem Leben stattfindet, das müssen wir uns angucken. Also was das bedeutet ist, dass dadurch, dass ihr ja keine Höhenangst habt, ihr auch wirklich Sachen versteht, die euch betreffen. Das heißt, niemand kann euch dummes Zeug volllabern, niemand kann euch so das Gefühl geben, hier den laber ich jetzt mal voll und vielleicht ist er dann auf meiner Seite. So nach dem Motto. Ihr seid einfach, genau genommen, also speziell im November, seid ihr viel zu helle. Also nichts wirklich Negatives kann euch beeinflussen, wenn ihr wach seid. Okay? Das war Krebs. Jetzt haben wir noch den Löwen, die Jungfrau und die Waage zu machen. Und jetzt gehen wir dann vom Krebs zum Löwen. So, wir haben den November 2020, wo die Gesamtenergie darauf hingewiesen hat, dass alles, was raus kann aus einem, alles, was in einem sitzt, das einem nicht mehr wirklich dient und alles, was so ein bisschen Trauma ist, wird diesen Monat ans Tageslicht kommen, damit man das eben abarbeiten kann. Und was ihr habt, also als Krafttier, ihr habt den roten Fuchs und ihr habt das Schaf. Und was das bedeutet ist, weil ihr habt kein normales Schaf, ich habe keine Ahnung, wie das so deutsch heißt, das Doll Sheep. Das ist ein Tier, das lebt in den Bergen. Was es bedeutet, lange Rede, gar keinen Sinn. Was euch mitgeteilt wird oder als Ratschlag gegeben wird diesen Monat, ist, dass ihr als alte Seele lernen müsst, wenn ihr energetisch angeschlagen seid, euch auch ein bisschen zurückzuziehen. Ihr merkt schon, das klingt immer so, als würde ich jetzt gerade das vorherige Sternzeichen noch mal kurz besprechen. Es ist oftmals so, dass übergreifende Energien sich durch den Monat ziehen. Also hört das bitte nicht falsch, das ist nicht die Nachricht für ein anderes Sternzeichen, das ist hier für die Löwen. Ihr habt den roten Fuchs und der Hinweis ist, dass ihr Pausen braucht, die ihr euch nehmen müsst, so wie ihr begreift, dass ihr wirklich Auszeiten braucht. Und das Gefühl ist halt immer, dass, also für Löwen an diesem Monat, dass Auszeiten und Pausen nicht wirklich da sind. Und das ist das, was die Guides eigentlich sagen wollen. Oftmals kreiert ihr eure eigenen Schwerpunkte. Und es ist auch verständlich, wenn man sagt, okay, ich habe hier gerade was, was wirklich gut läuft. Und ich will das jetzt den ganzen Monat durchziehen, damit es mir vielleicht finanziell besser geht. Und alles, was die Guides sagen, ist ja alles gut und schön. Aber deine Energie ist nicht unendlich. Und dementsprechend werdet ihr gefragt, dahin zu sehen und darauf zu achten, dass ihr eure Auszeiten auch nehmt, denn ihr braucht ja die Energie, um weiterhin zu funktionieren. Und hier ist ein anderes wirklich gutes Ding, dann dadurch, dass dieses Schaf hier auf dem Berg ist, die Mitteilung ist praktisch, oder die Nachricht, die Message, ist praktisch, dass dieses Tier auf zwei Beinen irgendwo an so einer Klippe hängt, ohne runterzufallen. Und was das bedeutet ist, du kannst ruhig Auszeiten nehmen, du kannst dir ruhig Pausen leisten, ohne dass es dann heißt, oh, jetzt kann ich meine Miete nicht zahlen oder jetzt habe ich hier eine Möglichkeit verpasst. Ja? Möglichkeiten kommen immer wieder. Es macht nämlich keinen Sinn, 100.000 Möglichkeiten nachzujagen, wenn man sie dann nicht durchziehen kann, weil man einfach zu erschöpft ist. Und das ist so die Mitteilung, die Hauptmitteilung für euch Löwen den Monat im November 2020. Und jetzt haben wir die Jungfrauen. Wir gehen jetzt zum Sternzeichen Jungfrau.
Und Jungfrauen, ihr habt den Great Spirit und den Wolf, was eigentlich bedeutet, dass alles gut ist. The Great Spirit ist praktisch ein Symbol dafür, dass die kraftvollsten aller Guides wirklich für euch da sind diesen Monat und sagen, ja, wir wissen, es wird energetisch gesehen ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wir halt die Probleme haben mit den ganzen Planeten, die rückläufig sind, also die retrograde sind, und natürlich dann halt auch durch den Neumond dann alles wieder langsam anfangen muss, also auch so diese Sachen beeinflussen einen natürlich energetisch und ihr seid komplett, ist jetzt nicht so, dass ihr das gar nicht spürt, aber ihr habt jede Menge Schutz diesen Monat, damit ihr eure Sachen wirklich genauer beobachten könnt. Das heißt, es wird versucht, für das Sternzeichen Jungfrau den Freiraum zu schaffen, damit ihr euch eure Traumata, eure Traumas bewusst seid und lernt, die gehen zu lassen. Okay? Und ihr habt den Wolf. Und der Wolf ist ja nun mal ein Rudeltier. Wir haben vorhin schon mal über Rudeltiere gesprochen. Und das bedeutet, dass ihr in eurem eigenen Rudel, eurer Familie, eurem Freundeskreis, ihr müsst einfach nur mitteilen, wie ihr euer Leben gestalten wollt. Ihr müsst nicht darum bitten. Das ist einfach nur eine Frage für euch, einfach zu sagen, okay, und ich bin jetzt mein eigener Herr diesen Monat und ich sage jetzt hier an, was passiert und die anderen Leute müssen sich einfach unterordnen, weil ihr ja durch diese Heilung geht und es ist ja auch eure Chance, diese Heilung dann gehen zu lassen. Okay? So, das war Jungfrau, sorry, und jetzt das letzte Sternzeichen des Monats ist die Waage. Schauen wir mal, was wir haben. Waage, recht interessante Energie, nicht unbedingt super hoch, aber interessant, denn ihr habt den Hasen und ihr habt den Leoparden. Was das bedeutet, wie gesagt, das ist alles Symbologie, keine Ahnung, wie es in Deutsch heißt, Symbole. Und was euch mitgeteilt wird, ist, dass egal was diesen Monat passiert, es werden sich immer neue Türen öffnen und ihr habt keine Ahnung, wie weit diese neuen Türen und diese neuen Möglichkeiten eigentlich gehen. Das heißt, macht euch keinen großen Kopf, wenn irgendwie das Gefühl habt, okay, die Arbeit, die ich gerade mache, der Job, in dem ich gerade bin, der bringt mir nichts. Dann einfach sagen, okay, ich vertraue darauf, dass ich was Besseres finde. Das heißt natürlich nicht, dass ihr dann einfach alles hinschmeißt und dann mal sagt, okay, aber die Geiz haben gesagt, ich krieg was. Sondern ihr müsst es schon durchdenken, aber es ist eine Frage des Manifestierens. Wenn ihr sagt, oh, ich kann auf keinen Fall den Job aufgeben, weil ich ja dann kein Geld habe, dann macht ihr alle Türen zu. Wenn ihr einfach sagt, wenn mich dieser Job nicht erfüllt, dann werden sich neue Türen öffnen, Weil Manifestation hängt eben auch damit zusammen, wie viel man daran glaubt und wie man das bestimmt auch sagt, damit das Universum euch auch hört. Okay? Und dann habt ihr den Leoparden. Was bedeutet, dass ihr eure Streifen und eure Punkte sind einmalig. Keine zwei Leoparden sehen gleich aus. Was bedeutet, dass viele Leute das Gefühl haben, sie können euch gut lesen und sie wissen eigentlich genau, wie ihr tickt. Und genau genommen ist das alles nicht richtig, denn ihr habt eine Seite, die einmalig ist. Und viele Leute haben diese Seite noch gar nicht gesehen, weil das eine Seite ist, die sensibel ist und die ihr gar nicht so gerne zeigt und die Leute praktisch erstmal verdienen müssen. Und was die Guides halt sagen zu euch, dadurch, dass ihr so sensibel seid, dann kommuniziert, sprecht mit Leuten im November, die euch wirklich verstehen. Und wo es darum geht zu sagen, okay, Leute, die die gleiche Ansichtsweise haben, sind die Leute, mit denen ich diesen Monat Sachen teile. Nicht mit jemandem, der alles hier durchdiskutieren möchte und dann sowieso immer recht haben will. Okay, so, das war das Monatstarot, das erste
Es war November 2020. Ich denke mal, es wird alles ein bisschen weniger stressig. Nächsten Monat, ne? Weil ich muss mich erstmal daran wieder gewöhnen, alles in Deutsch zu sagen. Und selbst die Sternzeichen sind mir in Deutsch gar nicht mehr bewusst. Wie gesagt, keine Ausrede, ich bin jetzt 20 Jahre im englischsprachigen Ausland und man vergisst es. Okay? So vielen, vielen Dank. Bitte, bitte teilen. Ganz, ganz wichtig. Und wir sehen uns nächsten Monat. Tschüss.